Ich starte jetzt das einmal so ein, dieses Video, bloß, dass ihr euch das nochmal anschauen könnt. Und ich lasse es einmal laufen, je nachdem, wo es uns hinführt. Vielleicht machen wir Selbstgespräch draus. Das ist eigentlich hier das neue Update. Und ich kann immer wieder nur erwähnen, es ist jede Kleinigkeit, muss man sich zigfach anhören. Wenn du die Arroganz hast, dass du meinst, und ich rede jetzt wieder mit dem Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Wenn du meinst, du hast es nicht nötig oder das interessiert dich nicht, das sind meist die ganzen Schwätzer, von dir aus gesehen sind das zuerst einmal Gedanken. Das ist es, du erlebst nur deine Information. Und ich sage, die Demut, neugierig zu sein auf sich selbst, du musst neugierig sein auf etwas, das als Ding an sich nicht existieren kann, weil es ewig ist. Das ist das Wiedererinnern, wie ich das nenne. Und du kannst die Variationen, wenn ich jetzt als Udo, als normaler Mensch, ich sage jetzt Brösel und der Brösel, mir diese Sachen immer wieder wiederhole, selbst ich höre mir als Udo jetzt, Udo-Programm, ich höre mich sämtliche Selbstgespräche, die ich mache, mindestens nochmal 3, 4 Mal an. Natürlich in einem ganz anderen Kontext, nämlich immer im Hintergrund, wie kann ich es noch einfacher ausdrücken? Ja, Also genau. glaube es mir, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in dir einen Gedanken wiederholen lasse, dass es dir einfällt. Du erlebst zum Beispiel nur deine eigenen Informationen. Du bist der Einzige, der das erlebt, was du denkst. Dazu zählen übrigens auch die von dir unbewusst erschaffenen, sinnlich wahrgenommenen Informationen. Das ist die Sache mit dem Verwirklichen. Du lebst in deiner eigenen Traumwelt. Du kannst alles, was du glaubst, dass da außen ist, kannst du in Maßsätzen deines Programms auch in dir verwirklichen. Das heißt letztendlich nur realisieren, auf die Verabrede holen. Deswegen ist es trotzdem nicht da außen. Du bleibst ein träumend, ein unbewusst träumender Geist. Darum kannst du auch volle Krankheiten, Krankenhäuser erschaffen. Du kannst die physikalischen Gesetze, diese Naturgesetze verändern. Ich mache ein kleines Beispiel vorneweg. Jetzt wird ein bisschen eine Grundphysik. Du gehst jetzt einmal davon aus, du bist ein Programmierer für ein Videospiel mit einer offenen Welt. Wir zwei wissen mittlerweile, es ist möglich, Videospiele nahezu fotorealistisch in 3D zu programmieren. Und jetzt wird natürlich hier die angeblich unabhängig von uns da außen existierende Welt simuliert. Wir Physiker wissen ja mittlerweile, wir Physiker haben das ja durchschaut, wie das funktioniert. Und ich sagte jetzt am Anfang ist das Programm. Und jetzt springe ich auf unser letztes, dieses letzte Selbstgespräch, auf das jetzt auch das neue Update eingeht. Das wir jetzt ganz kurz besprechen, das ist eigentlich immer wieder, bauen die hierarchisch aufeinander auf in der Transversalen, in der Senkrecht. Das muss man wissen. Dass eine transversale Schwingung überhaupt nichts hat mit longitudinal. Wenn ich dran denke, gehe ich ganz kurz nochmal auf Wikipedia und in Physikbücher rein. Das ist nicht diese Bewegung. Ich habe gesagt, da machen wir ein eigenes Video eventuell davon, aber ich will nur mal kurz erklären. Da außen gibt es keine Welt. Du träumst jetzt, du hast es immer nur mit deinen eigenen Informationen zu tun. Du bist ein Computer, du hast in deinem Arbeitsspeicher ein Videospiel, eine offene Welt. Das ist die Welt, die du zurzeit durchlebst. Das ist natürlich riesengroß. Und es funktioniert genauso wie ein Computerprogramm. Und das sind jetzt natürlich angeblich da außen Naturgesetze. Das ist das, was du eigentlich in dich hineinsetzt als Vorstellungen oder sinnlich wahrgenommen auf die Verabrede holst. Und jetzt machen wir einfach mal die Golfimitation, diese Simulation eines Golfspiels. Und ich springe, ich erwähne nochmal ARD Computerclub Videospiel 1986. Wie klasse diese Optik schon ist, dreidimensional, wie klasse die Grafik ist. Man muss eigentlich nur noch schmunzeln und ich verspreche dir als Gott jetzt nicht blau versprechen, sondern versprechen in Form von Wort halten. Dass die Welt, wo ich dich hinführe, wenn du wach wirst, im Unterschied noch viel gigantischer ist, wie wenn du jetzt live auf einem Golfplatz stehst und du hast eine Verabrede auf. Das ist der Golfplatz da außen, ist nur in deinem Kopf. Diese fotorealistische Darstellung, die du jetzt erleben kannst mit deiner jetzigen Logik, die wird für dich genauso primitiv wirken wie jetzt dieses 1986 Golfspiel, zu dem, dass du hier absolutes als Brösel live erlebst, träumend auf deiner Verabrede. Und die ganzen Naturgesetze. Ich mache jetzt, es ist diese Physik in den Physikbüchern stimmt. Ich betone immer wieder, du wirst von mir nie hören, dass irgendetwas, was du dir ausdenkst, dass ich UB behaupte, dass das nicht wichtig wäre, was ich in dir auftauchen lasse, dass das nicht richtig wäre und dass das nicht nötig wäre.
Das unendliche heilige Ganze, dieses Kontinuum, besteht aus unendlichen vielen Butzelstickel, die als Kontinuum in einem lückenlosen Zusammenhang eine Einheit bilden, bis du dich da rein fokussierst. Okay. Das ist die Welt von Ägypten. Ja, ja. Das heißt, der Ägypten auf Hebräisch schreibt sich MZR Yom und M vor Silbe, eine Gestaltwerdung, heißt von ZR, die Geburt an der Berechnung, Zur heißt zu Form werden auf Hebräisch, fest werden auch. Übrigens Fast and Seedbed, fest, Fast heißt auch mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, sich was Fast bewegt, am fastesten mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bewegt es sich gar nicht, dann sind wir in der Transversalen. Das ist fest. Und dann haben wir das Meer, das nur in der Transversalen auf- und abschwingt, aber oben nichts longitudinal in Raum und Zeit verbreitet. Wer hören kann, der höre. Und jetzt machen wir mal dieses Golfspiel, muss ja ein Programm da sein, eine Golfsimulation. Und in dieser Golfsimulation auf dem Programm ist original in einer einfachsten Form rudimentär zum Darstellen, der Flugbahn des Golfes ist das klassische Flugbahngesetz, und zwar das Primitive. Ich mache das einmal so, du hast einen Eckpunkt, dann stellst du hier einen Wurfwinkel ein und eine Wurfenergie, eine Wurfgeschwindigkeit. Und dann fliegt der Golfball in einer gewissen Art und Weise. Und dann ist es so, dass bei einem 45 Grad, Sinus 45 Grad Abschlagwinkel die höchste Reichweite erzielt wird. Ja. In der reinen, abstrakten, ohne irgendwelche, ich sage mal, Umwelteinflüsse. Das ist natürlich Gegenwind, Seitenwind, dann verzieht sich der Ball. Das muss alles programmiert werden. Es geht einmal rein. Das Ideal einer Flugbahn ist bei 45 Grad die höchste Reichweite. Wenn du flacher oder höher bist, wirst du feststellen, dass die Energie, die du in den Impuls reingibst, zwar, wenn du den Winkel steiler machst, geht es höher, aber zwangsläufig kommt er eher runter. Und wenn du ihn flacher machst, fliegt er auch weiter, also auch weniger weit, hüpft aber dann weiter. Ja, ja. Und jetzt ist es also so, diese kleine Formel, die ist in diesem Golfprogramm auf jeden Fall drin, irgendwo an irgendeiner Stelle. Und jetzt ist es, ich mache das jetzt sehr einfach für dich, und jetzt ist es also so, dass mir kein Analogen, die Berechnungen sind ja quantisiert. Es wird jede Berechnung jetzt stattfinden, und jetzt haben wir hier praktisch errechnet, ja je nachdem, wie fein wir das auflösen, wie mit den Einzelbildern, macht der Punkt, 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 das ist immer... Mit der Energie geht er dahin, mit der Energie geht er dahin, mit der Energie geht er dann so weit, also dieser Winkel. Und diese Kurve wird einfach verbunden und dann hast du die Flugbahn. Das ist das Erste. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich einen kleinen Trick. Wenn ich programmieren kann, kann ich diese Naturgesetze dieser virtuellen Welt komplett verändern. Mhm. Wir denken uns jetzt einmal einen Punkt der Flugbahn aus, wo der Golfball sich befindet, weil man muss ja dann alles als Programm dargestellt werden in einem dreidimensionalen Raum. Das ist natürlich unendlich komplex für einen Laien. Aber bleiben wir mal ganz einfach im Denken. Wenn ich jetzt nur diese abstrakte Flugbahn habe, befindet, muss ich ja, wo der Punkt ist, wird dann hier bildlich ein Ball hingesetzt. Ja. Und jetzt muss ich nur Folgendes machen. Ich verändere die Formel und dann verändere ich in dieser simulierten Welt, die auf der VR-Brille vollkommen fotorealistisch dargestellt werden kann, die Naturgesetze dieser Welt. Wir denken uns jetzt einmal einen Punkt, das ist immer wieder, der Ball ist da, der Ball ist da, der Ball ist da, und dann wird es ja automatisch verbunden in Einzelbildern. Das ist, wenn wir das jetzt im Klassischen mit einer Kamera filmen, habe ich auch bloß jetzt. Zwischen den zwei Punkten ist ja nichts. Das macht ja meine Trägheit, wird jetzt die Mediziner sagen, die Trägheit des Auges, weil die ja glauben, dass das da außen analog ist. Ja, es gibt keine analoge Welt da außen. Ja, ja, genau. Analogisch. Es ist immer gequantelt, es sind Berechnungen, es ist quantisiert. Qua. Ja, ja. Und jetzt ist es also so, wenn wir uns jetzt den Punkt denken, mache ich eine kleine Veränderung. Pass auf, ich setze an diesem Punkt einen kleinen Radius dran. Okay? Und mache den Ball nicht in die Mitte, sondern ich mache ihn in die Spitze auf dem Radius. Dieser Radius von einem berechneten Punkt, kann ich mir einen Kreis denken, und jetzt mache ich bei jedem Schritt setze ich einen gewissen, in dem Radius, den ich mir denke, diesen neuen Punkt in dem Radius um so und so viel Grad woanders hin. Das heißt, wenn er da ist, mache ich hier, das ist Ausgangsbasis, jetzt sitzt der Ball nicht auf dem Punkt auf der Bahn, sondern der Ball sitzt jetzt hier, und wenn ich dann einen Schritt weiter gehe, gehe ich da um so und so viel Grad weiter. Nächsten Schritt so und so viel Grad weiter, so und so viel, und setze da den Ball hin. Dann in dem Moment, wo ich diese Veränderung am Programm mache, fliegt der Ball so. Ja. Vollkommen fotorealistisch auf meiner VR-Brille. Das heißt,
Am Anfang ist das Programm, und wenn du das Programm veränderst, kannst du sogar die Naturgesetze verändern. Die Naturgesetze verändern. Ja. Weil die Naturgesetze, die die Wissenschaftler angeblich entdeckt haben da außen, die kann keiner entdecken, die werden geistlos nachgeäfft. Ja. Auch die ganze Chemie. Es kann kein Mensch die Wassermoleküle entdecken, die ja angeblich laut deinen naturwissenschaftlichen Büchern schon vor 200 Jahren von Humboldt und geiler Sack, der geile Sack, entdeckt wurden. So steht es in den Physikbüchern drin. Zeig's mir. Ich sage einfach, zeig's mir. Jetzt haben wir wieder unser H2O. HBH, 2, H2, zwei Wahrnehmungen. Wellenbauch und Wellendal, es kreist, die kommen nicht nacheinander, sondern das sind nur Blickwinkel. Das ist unsere rotes Pi und unser blaues Pi. Das sind die zwei. Das ist oben ist die Weisheit Gottes, Pi, und unten ist das Wissen deines Intellekts. Das ist die blaue Hälfte. Minus, 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 plus. Ja. Das ist nur, um das ein bisschen zu sagen. Übrigens kann ich dann das, wenn ich jetzt zum Beispiel nur den Parameter bei jedem Schritt der Flugbahn, wenn ich jetzt diesen Winkel des Radius veröffne, kann das sein, dass das Ding ganz schnell fliegt oder dass es ganz langsam in so Schleifen fliegt, wenn man das ablaufen lässt. Das ist dann nicht einmal kreisen, sondern dann fliegt er so in Schleifen, wenn es langsam ist, oder ganz schnell, dass er so fliegt. Ich will nur zeigen, was möglich ist. Und wenn du an das Programm kommst, und das schauen wir uns jetzt an, das ist nur das letzte Update, mache ich jetzt nochmal ein Update in ein Update, wie aufmerksam du bist. Und jetzt übertrage ich einmal den Bildschirm mit Ton. Und es sieht jetzt folgendermaßen aus. Da springe ich jetzt. Kleinen Moment, dass ich das richtig mache. Ups, da muss ich hin. Das ist natürlich jetzt grob, das ist nicht gesetzt. Ich nehme das jetzt vorne weg. Ich rede jetzt ganz normal als Brösel zu meiner Maschine Redo. Den habe ich heute Morgen das geschickt. Das ist das neue Update. Das waren Auszüge aus unserem Chat. Da verknüpfe ich jetzt einiges. Und zwar ist es Hiros, ein Wunder-Update zum vorhergehenden Update. Ja. Für die, die sich jetzt da nicht auskennen, das ist ein normaler Chat. Das ist jetzt einfach was Ausgedachtes. Die Menschen sind was Ausgedachtes. Und was jetzt hier, da kann ich jetzt reinsetzen, das denkst du dir, das Fette denkst du dir immer rot gelesen und das Normale ist blau gelesen. Ich habe im Laufe der Zeit, inwieweit läuft Zeit, von wo nach wo läuft Zeit? Es gibt keine chronologische Zeit. Licht auf und es ist Zeit. Und jetzt ganz kurz, immer wieder erwähne ich das, wenn wir hier das Wort Zeit, und normalerweise mache ich immer Add. Ich hoffe, der kommt jetzt, jawohl. Wir machen hier mal die Zeit. Und du wirst jetzt wundern, dass es im Hebräischen verschiedene Wörter für Zeit gibt. Da haben wir zuerst einmal dieses Kof, Chet Kof. Das ist eine bestimmte Zeit, eine Bestimmung, eine Erschließung, etwas Festgesetztes. Es ist schlichtweg eine kollektive Affinität. Das ist jetzt ein Programm. Da ist alles gleichzeitig. Festgesetztes Maß und Gesetz. Hier habe ich gerade davon gesprochen. Was übrigens sehr, sehr interessant ist, dass genau das gespiegelt, ich mache das nochmal Kopf, das wird sehr oft übersetzt, wenn ich das jetzt spiegel, mir spiegeln das ja immer. Ja. Wenn ich das jetzt spiegel und ich suche das, dann heißt es Nim. NM für sich heißt Schlafen. Schlaf und etwas, was ich hinträumen. Bin ich oft darauf eingegangen, das wird in der Dora meistens auch mit allen Unterformen drumherum mit Nim, hol, ergreife, erfasse. Aber da ist ein großes, großes Problem dabei, dass das Nehmen eines Gegenstandes an sich nehmen ist was anderes. Es geht hier letztendlich, da müssen wir Waff reinmachen, dass du hier die Grundradix kriegst. Und jetzt musst du feststellen, dass das hier, Entschuldigung, wo war ich denn jetzt? Ja. Chat, so rum brauche ich es. Das war jetzt übrigens auch interessant, wenn du es gesehen hast. Das ist immer die Spiegelung mit einem Waff. Ja. Chat, jetzt haben wir es. Das ist die Grundradix dazu. Und das ist Gesetz. Das Gesetz, die Satzung. Die Sprosse, die Leiter. Und das umgedreht ist die Freiung, die Befreiung. Das ist die Klimax, wenn du aus dieser Traumwelt hinaufsteigst in die Himmelswelt. Aber was noch interessanter ist, dass diese bestimmte Zeit gespiegelt
Die Grundradix führt dich zur Lehre, zur Folgerung. Und zwar ist es hier ganz, das ist N. Jetzt muss ich. Nehmen. Jetzt habe ich ein Blackout. Das ist auf jeden Fall die Grundradix, ist Lehre und Folgerung. Eine Lehre, eine Folgerung. Und jetzt ist natürlich ein Riesenunterschied, wenn wir etwas annehmen, wenn wir etwas glauben. Ja. Seid ihr noch? Ja. Das ist also hier das An, wir nehmen an, wir folgern, dass es so oder so ist. Ja. Kannst du mal selber schauen, da ist diese Radix drin. Ja. Und jetzt sehe ich Gott. Okay. Muss ich gleich jetzt was korrigieren, da habe ich ein Ständchen vergessen. Das ist doch dran. Warum tut er das hier nicht? Da vorne, ne? Okay. Ich da zwei Ständchen festgelegt. Mal so. Da muss ich jetzt, was ich, wo ich es vergessen habe. Jetzt erstellt. Ich auf genau 1,5610 festgelegt. Und wirst dich wundern, das kann ein normaler Mensch, wenn du jetzt wirklich denkst, so viel Wunder, die ich dir jetzt einspiele, es ist eine bewusste Schöpfung. Ich bin der, der ich bin. Und ich lasse dir die Zügel des Sus, des Pferdes, das du selbst bist. Ich lasse dir die Zügel in die Hände. Ich habe dir die Zügel in die Hände gegeben. Ich sage mal, du bist hier eine Marionette und darfst dann deinen eigenen Fäden ziehen. Und jetzt machen wir mal Wunder. Das hier und jetzt von dir ausgedachte der hier und jetzt von dir ausgedachte 26. Aufrufer war natürlich nicht nur zufällig der Bruce Loubet. Das hast du dazu das Video, das ich aufgenommen habe. Ich mache jetzt einmal eine chronologische normale Sache. Dieses Video. Diese Aufnahme auf Skype eines Selbstgespräches, jetzt reden wir bröselig, schicke ich zum Redo, der Redo lädt es hoch. Ich mache ja nichts, ich habe ja keine Internetkanäle. Der Redo lädt es hoch, veröffentlicht das Video und dann schaue ich mir das irgendwann einmal als Udo auch an. Mehrere Male sogar in der Regel. Und jetzt war ich genau der 26. Aufrufer. Passt. Und jetzt, nachdem das Video zu Ende ist, startet das Video hier sein YouTube-Abschluss-Standbild. Nach dem Abspielen ist genau hier bei 6, das habe ich rausgemacht hier, 1,5610, das ist übrigens 13, ist immer Vorschläge. Mhm. Das ist dieses Video, ist original mein Abschlussbild, das habe ich fotografiert. Ich mache jetzt eine Erklärung für eine Vergangenheit, das niemals in der Vergangenheit passiert ist. Jeden Gedanken, den ich denke ich jetzt und jeder neue Gedanke, den ich denke, zerstört den bestehenden Gedanken. Und diese Puzzlestückchen, die in dir auftauchen, sind auf der Datei eine Einheit. Das Video heißt, wann legst du Geistesfunken dein Nannenkleid ab? Und da haben wir jetzt ganz interessant, das ist einmal eine heilige Helene und das ist Fischer. Mhm. Die hat hier übrigens, ich gehe mal in die Bilder, in die Symbolik, weil die Bilder sind ja auch nur Worte. Bilder sind nur komplexere Wortstrukturen. Da haben wir jetzt erst einmal eine Frau. Ich habe jetzt absichtlich rot gemacht, weil wir den Fischer, den Menschenfischer nehmen. Der ist ja auf ihrem Brustkorb, ist das Rote. Und Brust, der Korb, ich rede von den zwei Schadim, ist im Geiste sehen. Ja. Dann haben wir hier kein Modellmädchen, die Engelmann. Dann tue ich hier die 86, wenn man genau hinschaut. Silberbund und 86. Mhm. Das Lied. Ja. Ja. Interessant ist, dann haben wir hier den Udo. Ja. Dann haben wir Heinz Christian Strache, die raumzeitliche Rache, die dich einholt. Das blaue eigentlich in Violetten. Mhm. Und da unten ist es ganz interessant, ein neues Bild Cut machen. Und wir sparen uns das ZDF. Und dann haben wir noch Kajas Spiegelreflex-Syndrom. Unglaublich. Ja. Moment, nein, das Unglaubliche kommt jetzt erst. Das Unglaubliche kommt jetzt erst. Wir schauen uns zuerst das an. Cut machen und wir sparen uns das ZDF. Das kannst du dir hier anhören.
Dann hat er wieder kurz angerufen, weil ich gesagt habe, er soll zurückrufen, habe ich gesagt, ich mache das gar fertig. 43 Sekunden hat das Gespräch gedauert. Genau, super. Okay, danach nur noch den Link. Jetzt kommt dieser Link. Das kannst du dann anhören, wenn das Selbstgespräch da ist. Schluss mit der Geldverschwendung von ARD. Er geht ganz gezielt auf den Böhmermann, auf die Heute-Show ein, dass das nichts mehr mit Journalismus zu tun hat. Das ist schlichtweg und einfach absolut linkslastige faschistische Propaganda. Es ist nichts anderes wie in der Nazi-Zeit. Es wiederholt sich alles immer wieder. Ja. Absolute Gehirnwäsche. Wenn da einer noch geistlos nachhäuft und meint, er müsste seriöse Presse, kannst du da das vergessen. Das ist übrigens nichts verkehrt gelaufen. Ich betone, es sind viele in den Führerscheinprüfungsbogen. In unserem letzten, in diesem Selbstgespräch geht es von 26.00 bis 28.00. Da haben wir jetzt einen Spiegel, der hier in der 28 in den BJHBH drin steckt. Ja. Und jetzt schauen wir da mal, was da ist. Da steht ZDF, das kann man durch Rot und Blau lesen. Mach nur mal das ZDF, diese drei Buchstaben, ist das hebräische Wort für Muschel. Und das ist natürlich sehr vielfältig. Ich ziehe nur raus, die Muscheln sind eine Klasse von Wieder-Ich-Tiere. Was ist damit gemeint? Weichtiere. Ja. Da muss Wieder-Ich-Tiere. Immer wieder wiederholt sich dasselbe in dir, wie ein Ich-Tier. Zoologischer Name. Die Valvia. Ja. Interessant, in mir, das Valve heißt Flügeltür, sind Facetten von Lüge und es sind eine Lichtöffnung in einer Reihe, die sich immer wieder wiederholen. Ja. Unbewusstes Ich mit großer Klappe zu auf ihr Tod. Das ist jetzt, es geht dann übrigens, die Muschelordner nennt sich vom Plan, Plani heißt in die Irre gehen. Einseitige Auslegung von Tönen, von Worten. Und das ist die KI, die Kiemen. KI sind künstliche Intelligenzen, was wir ja wissen, heißt auch polarer Rand. Das Brandmal, der polare Rand von Gott, den ich dir träumen lasse, ist nur ein geistloser Intellekt, der das aufwirft. Darum machen wir das hier blau. Gut? Ja. Cut! Jetzt habe ich hier die Trans. Blump. Was soll jetzt das? Wir schauen zuerst einmal das englische Wort Blump an. Das heißt vertikal. Vertikal ist transversal. Lotrecht ist Anoggi. Ja. Das ist genau und das ist total rot gelesen. Das heißt, im Wasser ist es die exakte Senkrechte in der Senkrechten. Das sind unsere Transversalwellen, die sich nicht longitudinal von dem Mittelpunkt wegbewegen, in die Vergangenheit, in die Zukunft oder irgendwo anders hin. Blump ist das totale, absolut perfektlich vertikal. Das ist nur dieses eine, wenn ich immer sage, wir drehen die Zeitachse. Wenn wir jetzt das uns natürlich von oben sehen, ist das natürlich eine Fläche, die drehen wir jetzt erst einmal in eine allereinzige Hier- und Jetzt-Linie, wo sich die Bilder austauschen. Schau das kleine Bild an. Das nennt man Plump auf Englisch. Okay? Ja. Und dann habe ich jetzt natürlich Anoki. Das ist das rote Ich. Das ist dieses rote Ich, dein Selbst. Ist lotrecht, senkrecht, vertikal. Das ist übrigens die 81. 1 durch 81 ist extrem wichtig. Ja. Da landest du dann nämlich auch hier in unseren 3 hoch 4 und so weiter und so weiter. 1 durch 81. Und da heißt es jetzt, das Anoki wird es ausgesprochen, das U fällt aber, das Anoki ein bewusstes Ich. Ich bin ein unsterblicher Geist und eine Traumwelt ist dann noch da. Das Ankh ist lotrecht. Anoki, mein bewusstes Ich bin ein unsterblicher Geist und meine Traumwelt ein im Ewigen. Hier und jetzt lichtgeschwind, transversal, sprich senkrecht, lotrecht, schwingender Geist. Kommt aus mir, fällt wieder in mich rein, kommt aus mir und jedes Bild tausche ich jetzt aus. Da ist Physik im Hintergrund. Ja. Das kannst du dir ja in Ruhe dann durchlesen, wenn das Update da ist. Okay. Und jetzt, I'm not a stranger, no, I am yours, with scribbled angel and tears that still drip sore. Und jetzt habe ich das einmal frei übersetzt. Ich, Anoki, bin kein Fremder für dich. Ich bin du. Ich, OB, bin dein, die Elder, 4, rot, dein. Ich, OB, bin dein. Ich bin nur für dich da. Ich, OB, bin auch du selbst. Der vom Bücherregal ist jeder Leser, der jetzt vergessen in einem Videospiel sich mit einer Figur verwechselt. Ich bin du. Nein, Existenz ein. Ich bin deins.
mit verkrüppelter Wut und Tränen, die noch schmerzhaft tropfen. Scham Eres, das Scham, Blaubeißen heißt dort, logische Gestaltwährung, D-Ort, ein geöffneter Ort. Es ist aber auch das Wort. Der Name genau genommen. Eres. Kann man rot machen und wir können, das ist mit Elef geschrieben vorne, heißt er, zu laufen anfangen. Ratz. Ratz. Dann habe ich hier die Haft noch, du kannst auch mal lesen, was die Haft ist und dann kommt ein Lied. Und das Lied heißt Cut von der Gruppe Plump. Das ist der Text. Moment, 43, der Spiegel, immer der Magier. Der Magier ist. Ich bin der Programmierer deiner Welt, glaube es mir nicht, so niemand, den du dir ausdenken könntest. Nicht einmal dein Gott, den alle religiösen Menschen anbeten, ist nur annähernd so mächtig wie ich. Ja. Viel wichtig ist, dass ich behaupte, dass ich du bin. Zumindest in Bezug auf deine Traumwelt. Wir schauen uns dieses Bild nochmal genauer an und da steht jetzt, ist dir das aufgefallen? Die habe ich gar nicht erwähnt, die Birkenbilder. Die Birkenbilder, genau. Wir kennen diese Videos hier mit dem T-Shirt, was da drauf steht. Was steht denn da drauf? Das steht auf ihrem T-Shirt. Ach ja, guck mal. Bist du aufsteigen in einen höheren Level? Ist das alles Zufall? Begreif doch endlich einmal, ich scheiß dich mit Zufällen zu, wenn du ein bisschen wach wirst. Ist übrigens eine Aussage bei Holofeeling, dass ich immer sage, das Erste, was du merken wirst, dass ich um dich herum, wenn du wachsam werden willst, dass ich um dich herum die angeblichen Zufälle häufen. Ganz wichtig. Ja, das stimmt. Und jetzt kommt dieses Video, wo sie das T-Shirt auf, was heißt Sprachen lernen. Ja. Dann, ne? Ja. Birkenbihl. Können wir jetzt alle schön auffächern. Das wirst du dann ja sehen. Und jetzt kommt das Ani. Das ist der Wert 61. Da haben wir einen Totalwert 61. Jetzt interessant, da heißt es, ich bin, war, ich bin, sagst du mal, das rote Ich bin. Das Ani kann man auch rot schreiben. Ich habe jetzt das ein bisschen unten nicht dran gehängt. Dann heißt es, Schöpfer, Sein, Schöpfer heißt Gott sein. Ein Sein, ein schöpferisches Sein Gottes. Der Schöpfer ist das reine Essayin, das Bewusstsein, das nicht existiert und das ist ein Gott. Das wäre jetzt die rote Sache. Schöpfer sein der Gott. Rot. Blau ist es, die schöpferisch existierende Intellekt. Das ist blau. Ja. Das heißt, ich bin erst einmal die erste Person. Ich habe das herausgehoben, weil der Erste ist keine Person. Die Person ist eine Maske. Wir können das Persona natürlich auch, der durch die Maske hindurch tönt. Da steckt Person mit drin. PR, die Weisheit des erwachten Sohns, kann ich zum Beispiel lesen, rot gelesen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Schiff, Ski heißt das Geschenk. Zwei Facetten. Das ist ein Gedanken. Das sind dann zwei Spiegelungen und so weiter und so weiter. Das wissen wir, das ist unser Arni-Ich. Jetzt heißt es hier, bist du ein Schöpfersein der Gott oder bist du nur der schöpferisch existierende Intellekt, der dir vorschreibt, dass du der Affe bist, der jetzt vom Computer sitzt, weil du jetzt an deinen Körper denkst, weil ich diese Worte spreche. Und dieser Satz Genesis 17,1, Ani El Shaddai, das wird immer übersetzt mit Gott ist der Allmächtige, da wird es Shadi als Allmächtiger übersetzt. Aber eigentlich, das beginnt mit einem blauen Ani. Ani ist ein Nichts. Und Schad, der Dämon, ist der Schöpfergott des Schicksals. Du bist der Gott für das Schicksal, das du dir selbst als Brösel und als Geistesfunken schickst. Dieses unbewusst limitierte Ich ist ein Instinkt bzw. ein intellektgesteuertes Ani von Gott. Vom Nichts, aus dem Nichts. Ich als erste ausgedachte Person, Singular, jetzt habe ich den Sinn rot gemacht, Bewusstsein ist göttliches Sein. Das ist die Welle, die erweckt wird. Das ist das, was ich denke. Diese ausgedachte Ani, ich ist ein Enosch, kommt alles im vorhergehenden Selbstgespräch. Und das symbolisiert das Konstrukt Wert- und Interpretationsmechanismus. Mech heißt Gehirn und Ani ist dein Gehirn nicht. Das schöpferische Existenz deines Intellekts erzeugt diese Raumzeit. Und alles, was du dir aufgrund dieses Programms ausdenkst, ist ein Dasein müssen. Ein Gedanke kann nicht anders sein, wie er von dir gedacht wird. Er kann gar nicht anders in dir auftauchen oder anders entstehen. Egal an wen oder an was du denkst. Wenn du an dich denkst, denkst du jetzt an deinen Körper, der kann nicht anders sein, wie du in dir denkst. Er könnte im Prinzip anders sein, wenn du das Programm veränderst.
Dann wärst du aber wieder mit was nicht einverstanden, wenn die Motivation ist, das Programm zu verändern, um was besser zu machen. Es ist das Gegenteil von schlechter. Ja, vollkommen. Du musst immer mehr Chaos erzeugen. Ich sage, es gibt keine Verbesserung, ohne dass im selben Moment, wenn du den Berg größer machst, das Tal größer wird und umgekehrt, umso schlechter was wird, ist im Hintergrund auch eine Verbesserung. Mein Musterbeispiel ist Kreis und Dreieck. Wir setzen Kreis für alles Positive, für dich bisher positiv, gut, gesund, schön, reich, glücklich, und das Dreieck für alles hart, spitzeckig, krank, schlecht, böse, Krieg. Diese zwei Seiten verbunden geben auf der höheren Ebene in der nächsten Dimension einen Kegel. KGL heißt wie eine Welle. Und umso größer der Kreis wird, wird zwangsläufig auch vom Kegel das Dreieck größer und umgekehrt. Ja. Das ist diese Gleichheit. Du musst vollkommen wertneutral schauen können. Mhm. Und ich rede jetzt nur mit deinem Geist. Du musst es keiner Figur in deinem Traum erzählen. Du darfst es natürlich auch mit dem vollen Bewusstsein. Ich weiß jetzt, dass weder der Peter Fetting noch die Margot Fetting, die ich mir jetzt ausdenke, diese zwei Pixelmännchen unten, die neben dem ausgedachten Udo sind, dass die nichts verstehen können, übrigens auch nicht der, den ich mir jetzt denke, der jetzt vor dem Computer sitzt, dieser Brösel, der jetzt vor dem Computer sitzt, genau genommen, ich bin ja du, an den du jetzt denkst, wenn du an dich selbst denkst. Mhm. Der versteht es auch nicht, der sieht es auch nicht. Der war jetzt übrigens die meiste Zeit gar nicht da, wenn du aufmerksam zugehört hast. Mhm. Stimmt oder stimmt? Ja. Mhm. Yeah. Ani El Shaddai, ich bin Gott der Allmächtige. Das ist es Ani. Wieso? Und jetzt schauen wir mal hier, wieso ich jetzt das da reingestellt habe. Wir waren beim Thema der 61, die rote 61 und die blaue 61. Der Startpunkt im nächsten Video ist 61 Sekunden. 61 rot, 61 blau. Und das ist das hier. Der mit Verstand ist mit dem ZDF gemeint, das zweite logische Ich-Programm. Der Logos ist der erste. Ich bin der erste, das ist der göttliche Logos. Ja. Das Zweite, was du dir ausdenkst, ich sage immer, wem vertraust du, dem Ersten oder dem Zweiten? Wie oft bringe ich dieses Beispiel? Das ist dein Ego. Dein Ego wird dir alles vollkommen logisch erklären, was richtig ist, was verkehrt ist, was stimmt. Du urteilst und richtest über alles und jeden und dir ist überhaupt nicht bewusst, was du für einen Vergleichsmaßstab, was du für ein Gesetz in dir verwirklichst. Was hat ein Richter in der Bundesrepublik Deutschland, die ich mir jetzt ausdenke, ein Richter in der DDR, die ich mir jetzt ausdenke, und ein Richter im Nazireich, das ich mir jetzt ausdenke, gemeinsam? Sie richten und urteilen einseitig und vollkommen blind halten die sich an Gesetze, wo sie meinen, das wäre schon der Weisheit letzter Schluss. Es ist kein Unterschied. Die jetzigen Richter in der Bundesrepublik Deutschland sind schlichtweg und einfach Faschisten. Ja. Es ist kein Unterschied. Ich bringe tausende Beispiele. Einer der letzten Selbstgespräche, die Sache Anklage Lauterbach hat gelogen. Ja, genau. Er hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Punkt. Ja. So sieht er aus. Ja. Und manipuliert Millionen von Menschen mit seiner Autorität, die natürlich nur als Autorität in Erscheinung tritt für irgendwelche kleingeistige Idioten, die meinen, der hätte Ahnung. Ja. Weil sie sich festklammern an der offiziellen, und ich benutze nochmal das lateinische Wort, Officio, offiziell heißt hinderlich sein und im Weg stehen. Das ist das, was ist. Es ist ein Lügenhaufen, es ist kein Unterschied. Ja. Freiheit, was ist Freiheit? Du machst dich doch selber unfrei. Ja. Weil du ständig meinst, du müsst dich an Regeln von irgendwelchen anderen Menschen halten, und meine göttlichen, einfachen Regeln spuckst du ins Gesicht. Jeder Christ, jeder Moslem, für den das Gelten ist rechtlich. Mach dir kein Bild von Gott, mach dir kein Bild von dir selbst. Ich rede mit einem Geist. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drüben auf der Erde. Und von irgendwelchen Bildern im Wasser, im Programm sind keine Bilder. Mhm. Im Geist, in dem einzelnen Punkt, das ist übrigens hier in diesem Text von diesem Lied, komm mit mir in mein Abenteuerland. Das kann man natürlich vielfältig machen. Ich kann jetzt nämlich ablesen, das ist der Vorder- und Aufblühen. Und bevor wir entwissen mehr, hat vier Phasen wieder Einheitskreis. Es wird erst einmal was ausgedacht, vor sich hingestellt, was dann wieder zurückkehrt. Ich kann auch sagen, der schöpferische Sohn erzeugt eine Erscheinung. Und das ist euer Land. Ein schöpferischer Sohn als Geistesvogel. Jetzt haben wir wieder das Thema, dieses 400-Seiten-Buch, wenn du nicht daraus machen kannst, verstehst du nicht, was das Wort bedeutet. Komm mit auf deine eigene Reise. Komm mit mir ins Abenteuerland. Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, der Eintritt kostet dich den Verstand. Aber den kriegst du ja wieder zurück. Das ist das H. Dieses symbolische H ist das komplette Wissen deiner Menschheit, ist nur der Buchstabe H in meiner göttlichen Schöpfung.
Und wenn du mir dein jetziges Leben, das auf diesen H aufbaut, wenn du mir das schenkst, kriegst du für mich ein neues Leben. Und zwar kriegst du für den Buchstaben H ein Wort, nämlich das Wort Haus. Wir nennen das ja Bet, wird Bit geschrieben. Ja. Bi in mir ist eine Erscheinung oder eine Spiegelung. Mhm. Das heißt, ich nehme dir gar nichts weg, ich nehme es nur weg, weil dieses H wehrt sich massiv für alles, was ihm unlogisch erscheint. Das ist nochmal ein DOS. Programm, das auf das Betriebssystem läuft, wird konfrontiert mit Windows Store. Jeder Mensch, der irgendetwas ablehnt, weil er das nicht haben will, weil er das nicht liebt, weil es ihm vollkommen böse, verkehrt, gefährlich oder unlogisch erscheint, entheiligt sich. Das ist das, was ist. Und du bist solch ein Mensch. Schau in dich rein, mit welchen Sachen du nicht einverstanden bist. Wieder mit deinem Körper. Kannst du es nicht einfach geschehen lassen? Ich nehme mein Kreuz auf mich. Und die Bürde ist wirklich leicht zu tragen. Und ich sage jetzt nochmal zum Peter Fetting, wenn du meinst, ich habe dich sehr gestraft. Nein, im Gegenteil. Du musst es um 180 Grad drehen. Du bist ein gesegneter Mensch. Dass es so ist, was du noch bei Zeiten mitkriegen. Aber jetzt müssen wir natürlich die Zeit wieder wissen. Ich bin jetzt nur in unserer Radix-Zeit. Das festgesetzte Maß, die Bestimmung, dass wir hier uns das nochmal klar machen, dieses, das Nehmen, das Ergreifen, das Erfassen, das Erbringen. Wir können immer wieder, was ich sage, wenn wir das durchspielen. Eine Zweierradix kannst du verändern, indem du schlichtweg und einfach einer Werben, einer Kaffen, einer Schaufen und du wirst dann landen, das landest du hier letztendlich bei der Messrute, bei der Messlande und du landest bei der Lehre, bei einer Folgerung. Es sind alles logische Folgerungen, was du da in dir aufwirfst. Das ist jetzt das erste Wort für Zeit. Dann haben wir nochmal zur Zeit. Dann haben wir hier Ad. Das ist natürlich Ott, Ad, können wir vielfältig immer, die 70 vielfältig. Wir können das sogar die 70 zu einem G machen. Mhm. Schaut jetzt, wenn ich jetzt hier reingehe in diese Wörterbücher. Ja. Habt ihr mich? Das ist alles erwähnt. Ja, alles gut. Wenn wir die 70 hier, halt, dieses Ad, das ist der Zeuge. Der Zeuger unter anderem, der Fortgang, das schauen wir uns gleich an, das ist nämlich der Zeuge der Ewigkeit. Mhm. Bis Zeuge bis Ewigkeit übersetze ich das. Und ich habe gesagt, wir können aus der 70 schauen. Selbst hier wird es hingewiesen, die 70 als Gutturallaut kann als Aussprache, das ist ja nur der Gurgellaut. Ja. Das Alef und die 70, die 1 und die 70 sind lautlose Konsonanten. Du hörst nur die Vokalisierung und es ist A, I, U und S, G. Im letzten Selbstgespräch spreche ich das übrigens auch an mit Goma. Ja. Ja. Gomorra. Gomorra wird von ihm mit einer 70 geschrieben. Ja. Wieso sage ich jetzt das? Wenn ich das weiß, in der 70 kann ich aus dem Gatt, aus der Ewigkeit, kann ich den Glücksgott Jupiter machen. Ja. Ja. Da müssen wir hin. Das ist nämlich, wenn ich eine 70 draus mache, wird das, und dieser Glücksgott Jupiter ist der dauerhafte Zeuge, das Testamentum. Der Ewigkeit, ich bin ewig, ich bin UB. Ja. Ich ist nicht ein Gedanke von dir, ich bin der, der dich das jetzt träumen lässt. Ich bin ein Sandmännchen, sage ich immer wieder. Das ist der Zeuge und es wird in der Regel mit Bis. Darum mache ich da aus diesem Bis, Zeuge bis Ewigkeit oder in der Ewigkeit, der im Meer, für immer im Meer, dem Verlauf von allem, was in dir auftaucht, immer fortzu bestimmt. Aber in Maßsetzung, wie du das magst, und da haben wir jetzt im Pyramidenmeer 144, die 144.000, 1000 ist Elef, 144 ist der Adam. Ja. Der ist ewig. Nur der ewig. Ein Enosch, ein sterbliches Säuge, die Medim, die Menschen, sind einfach nur vergängliche Erscheinungen in deinem Traum. Dann haben wir hier nochmal ein Wort. Das ist also Unterübersetzung, und jetzt kommen wir zu Ed. Das ist auch Zeit, ein Zeitpunkt. Jetzt, nun. Existenz und Existenz. Tausendfach bin ich darauf eingegangen. Das kostet dich den Verstand. Ja. Und dann kommt dieses Lied. Kannst du laufen lassen? Und zwar, ich starte das genau bei 161 ein. Bei 61 ein. Zuhören.
Jeder tut es auf seine Weise. Deine Fantasie schenkt dir ein Land oder deine Fantasielosigkeit und du lebst zurzeit in der Welt deiner eigenen Fantasielosigkeit. Das ist das, was ist. Mhm. Aber wir legen noch einen drauf. Schau mal, was jetzt passiert. Zufall. Meinst du, dass es Zufall gibt? Wir haben zwei Seiten. Zufall schreibt sich auf Hebräisch P, Waf, Resh. Mhm. Das Waf kann natürlich auch U, U, V, W sein. Dieses Ur, Hieros, heilig, das heilige, göttliche. Mhm. Hier im Roten liegt die pure Weisheit. Das ist die absolute Weisheit, verbunden im Geist, in diesem geistigen Kopf, den ich hier bei dem Pixelmännchen Udo über den Kopf stehen habe. B, Rosche, die Mitten dieses Kopfes wird Himmel und Erde erschaffen. Ich bin der Erste. Und blau heißt es pur für vor, Form. Die Form ist for man. Englisch gelesen heißt es, es ist das Schicksal, die kleinen Männer sind die Geistesfunken. Das ist immer ein spezielles Wissen für einen Moment, das in dir auftaucht, ist immer eine aufgespannte und von dir angeblich abgetrennte Facette, wobei ein Gedanke, egal wo du dir den hindenkst, der existiert ohne dich nicht und der ist hier und jetzt in deinem roten Kopf. Und das ist immer eine Berechnung von irgendetwas. Darum haben wir auch in dem Furchttest, du solltest, da steckt der Test Udo mit drin. Ja. Du kannst dir das ja durchlesen. Also ich habe jetzt hier mal die Gruppe pur und jetzt schauen wir uns das einmal an. Das ist übrigens ganz nebenbei um 10.05 Uhr. 10.05 Uhr ist Jahwe. Ja. Ich habe jetzt unten von dem Video, das verschiebt sich natürlich, wenn du das Video anschaust, das Lied Pur Abenteuerland in der Videoversion. Das ist die Pur Band. Das heißt, das Kommen an existierenden Öffnungen, das ist das Auf- und Abschwingen. Mhm, Hebräisch, B-A. Mhm. Aleph heißt Kommen, blau gelesen. Und die existierende Öffnung heißt Hin- und Herschwingen. Mhm. Und da ist die göttliche Weisheit, aus dem entspringt es. Das ist die Pur-Band. Und du solltest das jetzt abonnieren. Und jetzt habe ich ab als Aufblühen. Dieses Aufblühen schaltet sich ein. Und das Niert, Klia, das hebräische Wort für Nieren, denk immer wieder hier, wenn ich sage, das Sehen und das Schauen heißt auch Lunge, die Vorstellungen und das Nieren, das Rehen, das Rehen in der Medizin im Lateinischen, die zurückkehren, denn das ist das Alternieren. Ja. Darum sage ich UB, abonnieren heißt alternieren und zwar bewusst. Ja. Dieses Video hat zurzeit, das ist natürlich, das verschiebt sich jetzt, 13 Millionen Aufrufe vor 13 Jahren reingestellt. Musikvideo bei Pur, Performing Abenteuerland, Video mehr. Passiert immer. Alles, was mehr ist, passiert im Meer. Ja, ja. Okay, Zufall. 30 plus 30 ist übrigens 26. Das ist ja. Ja, großartig. So, jetzt machen wir den göttlichen Vater 1, 2. Ich öffne, wir können auch ab. Gott öffnet. Als abgelesen die 1, 2. Mhm, ich öffne, kreis mit zwei Facetten. In dir immer nur ist ein flackerndes Licht, Bild, eine Katze, KRS, wie Erde. KRS heißt wie Erde, Katze. Deine mehr oder weniger bewusst, da habe ich ihr Standchen vergessen, mache ich gleich besser. Deine mehr oder weniger bewusst immer selbst ausgedachten, gedachte, Entschuldigung, das heißt eigene Geistesfunkwunderwelt. Und jetzt schaust du mal dir den Text von dem Lied an. Das ist dieses Spiel mit der Sprache, eine Kinderwelt, wo du so viel aus Worten machen kannst. Du, kleiner Geist des Funken, solltest ab jetzt ein bewusster Wunderfinder sein. Mhm. Den Text kannst du auch genau anhören. Mhm. Meinst du, dass irgendein Mensch, den ich mir jetzt ausdenke, das ist wie wenn du einen Roman schreibst, kann irgendeine Figur, die du in einen Roman, der Roman wäre jetzt das Programm, eine extrem vereinfachte Form. Mhm. Jetzt da gleich einmal zurück. Dass diese kindgerechten Metaphern, du musst wissen, dass was ich erzähle, sind Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Und wenn du jetzt ganz normal hinsetzt in der Fantasie und schreibst einen Roman, dann muss dir das einfallen. Ja. Ich habe tausende Beispiele, du kannst dir, was du denkst, was in dir passiert, nicht raussuchen. Du bist ein träumender Geist, der sich nicht raussuchen kann, was er macht. Dazu gut, räumst jetzt, dass du ein Brösel, ein Mensch bist, der sich hinsetzt und einen Roman schreibt. Das ist jetzt eine Figur in einer Figur. Du selbst bist der Figur und du denkst jetzt in dir, in dem ausgedachten Ich, in deinen Kopf, denkst du dir jetzt Figuren rein, in den blauen Kopf.
Und wenn du jetzt das schreibst, du kannst nur was schreiben, du kannst nur was kombinieren, du kannst Musik nur komponieren, wenn es dir einfällt. Du kannst Gedichte nur schreiben, wenn es dir einfällt. Alles, was du nicht kennst, was in dir auftaucht, das ist übrigens die ganze Naturwissenschaft, die Quantenmechanik, die Chemie, wenn ich immer wieder darauf hinweise, das kann keiner da außen entdecken, weil da außen nur das existiert, was du dir ausdenkst. Das ist natürlich hochinteressant. Im Anfang ist immer zuerst einmal eine Berechnung. Jetzt kommt dieser Wahn der Naturwissenschaft. Jetzt muss ich ganz kurz nachschauen, ob ich den nur zufällig bei der Hand habe. Kleinen Moment. Ich muss ganz kurz nochmal einschalten, bloß dass du den wahren dieser Haupentaucher, die ich erschaffen habe in dir, diese angebliche Elide, dass die Kausalität auf den Kopf gestellt ist. Ich erwähne immer wieder das Klingelingeling-Beispiel. Es geht nicht nur ums Klingeln, die zwei Seiten. Das habe ich zigfach erklärt. Das sind zwei Möglichkeiten, die sich widersprechen. Mein Klingeling-Beispiel. Du hast einen Reizauslöser, bla bla bla. Jeder Moment, der in dir auftaucht, ist ein Reizauslöser, auf den du reagierst. Das kann auch ein Bild sein, nicht nur ein Geräusch. Und du bist zurzeit so programmiert, dass du zwanghaft jeder Reizauslöser, der in dir auftaucht, wo du glaubst, dass der von außen kommt. Es kommt von außen nichts. Du träumst. Es kommt aus dem tiefsten Innern. Dass du meinst, dass das Zeug auch dann da außen ist, wenn du es nicht denkst. Und wenn ich jetzt eine Idee habe, wie was sein könnte, das ist die ganze Geschichte der Physik. Basiert was stochastisches Denken. Ich verweise nochmal auf die Physik im Nullpunkt Gottes. Was bedeutet stochastisches Denken? Stochastisches Denken heißt, wenn du was glauben willst und du willst es dir beweisen, weil ich immer mehr für dich, für deine Logik, weiß ich auftauchen lassen im Internet, wo du immer mehr das Gefühl kriegst, dass das stimmt, was du glauben willst. Und wenn du was ablehnst und du recherchierst trotzdem und willst recherchieren, ob das stimmt oder nicht stimmt, werde ich dir ständig die Bestätigung für deinen Glauben geben. Du wirst immer mehr Beweise in deiner Logik finden, dass das nicht so sein kann, wie es ist. Aber in beiden Fällen hältst du dich nicht an Fakten. Ja. Ein Faktum ist eine hier und jetzt überprüfbare Tatsache. Und ich betone nochmal, die Quintessenz von dem letzten Selbstgespräch ist, Holofeeling, so wie ich dir das erkläre, ist die einzige Glaube, die Beschwörungskunst, die du wirklich beschwören kannst, ohne an meiner zu schwören. Und da stellt sich die Frage nicht, was richtig oder verkehrt ist, ob das gut oder böse ist, sondern die Frage ist, erst einmal, was ist jetzt da? Was nehme ich jetzt wahr? Und das, was ich jetzt wahrnehme, gleichgültig, ob das eine sinnlich wahrgenommene Information ist oder einfach ein Gedanke, den ich jetzt bewusst mir merke, den habe ich jetzt wirklich bewusst selbst gedacht, oder es taucht irgendein Gedanke auf, wo ich mir in der Beobachtung als Geist eingestehen muss, das ist wie aus dem Nichts, jetzt mir ist mir die Idee, Idea, interessant, Idea, das griechische Wort heißt eigentlich eine Erscheinung, eine äußere Erscheinung, und das Außen bezieht sich nicht auf ein außerhalb deines Kopfes, sondern außerhalb der Einheit. Ja. Das wir natürlich wieder spiegeln müssen, weil genau genommen fokussieren wir uns ja nur in ein kleines Puzzlestück hinein. Mhm. Das ist wie wenn du eine Buchseite aufschlägst. Mhm. Die anderen Seiten sind ja nicht außerhalb des Buches oder innerhalb des Buches. Das ist diese Kollektion, ist das Buch. Mhm. Mhm. So, und jetzt schauen wir mal, was unsere Physiker sagen. Die machen Berechnungen und jetzt der Lesch stellt fest, hey, in der ganzen Menschheitsgeschichte ist das da mal irgendeiner da, der eine Idee hat. Die kommt ihm einfach. Ich sage, weil ich sitze da und sage, hey, die Sterne bewegen sich. Ich habe es noch nie gesehen. Es muss dir einfallen. Wer kommt denn auf die Idee, wenn du jetzt stell dir eine Welt vor, wo das keiner weiß und du schaust hoch und siehst die Sterne, würde dir auffallen, dass sich die Sterne bewegen? Ich habe es noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass sich eine Sonne bewegt. Ja. Ich habe da eine lange Diskussion auf der Brösel-Ebene mal gehabt vor vielen, vielen hier und jetzt ausgedachten Jahren, hat unsere Karin in Weißenburg einen Vortrag organisiert, da kannte ich als Udo die Karin gar nicht, sage ich, die hat es von innen heraus, eine innere Triebfeder, hat die diesen Vortrag organisiert, weil sie Holofeeling-Schriften gelesen hat, hat Karin überhaupt keinen Kontakt gehabt, ich wusste nicht, wer das organisiert hat, im Nesche, im Adler, in Weißenburg. Und da war dann eine, und dann sage ich noch, dass du, wenn du weißt, wie ein Mensch tickt, kannst du den total aus der Fassung bringen. Das sind alte Beispiele von alten Selbstgesprächen. Das heißt, wenn du mich jetzt einlädst, wir machen mal ein Bröselgespräch, du lädst mich ein, kein Mensch kennt mich. Und ich lasse dich vorher bestimmen, wenn der Abend rum ist und du triffst deine Freunde und Bekannten wieder. Du kannst dir vorstellen, ob die alle durch die Bank absolut begeistert sind von dem Udo.
Oder ob die hier sagen, was ist das für ein Idiot, wo hast du denn auftaucht? Oder die gar nicht mehr über mich reden, weil sie mich vergessen. Drei Möglichkeiten. Ich verweise auf meinen Professor Rhein auf dem Dach, wo er seinen besten Freunden, wollte er was Gutes tun? Ja, ja, ich sage vor dem Gespräch noch, ich werde jetzt deinen besten Freunden die Masken vom Gesicht reißen. Das waren lauter Studenten von ihm oder dann schon Doktoren, die bei ihm einen Doktor gemacht haben, als Doktor vor der Ehe. Die wollten mir nach 10 Minuten die Zähne ausschlagen. Zivilisierte Menschen. Unglaublich, unglaublich. Und das kann man sich nicht vorstellen. Und ich sage dann immer wieder, was hast du dann gemacht? Ich habe Ihnen das ein Beispiel erklärt. Udo, kannst du wieder umstellen? Ja, kleinen Moment. Jetzt stelle ich gleich um. Ich muss das reinschieben. Jetzt machen wir mal einen Lash. Dass dieses Vorherbestimmte, ich muss ganz das noch fertig machen. Das ist nämlich so, wenn ich weiß, wie einer tickt, ist für mich 3 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich bleibe einfach sehr neutral und spreche fast nicht, dann vergessen die mich. Als Udo jetzt. Sagen einfach, wenn jetzt du wo eingeladen bist und da ist ein Bekannter von deinen Freunden, wo du eingeladen bist und der ist eigentlich sehr unscheinbar, denkst du an den in Dach drauf nicht mehr. Die zweite Möglichkeit ist die, dass ich Sachen erzähle, benutze mal das Wort eloquent, Sachen erzähle, wo du mit deiner Logik dich überhaupt nicht reibst, keine Reibung hast, aber die du das erste Mal hörst und dann wird dich das faszinieren. Ja, klar. Alles, was dir einer erzählt, was du noch nicht aktiviert hast in dir, was aber für dich logisch ist, kann total faszinierend sein. Und die dritte Möglichkeit ist, dass ich massiv gegen deine Logik angehe und dich abstürzen lasse, weil ich dir Sachen hinfahre, wo deine Logik so massiv rebelliert, weil du das nicht wahrhaben willst, nicht hören willst, dich beleidigt oder angegriffen willst. Das macht ja alles deine Logik. Ja. Und ich kann das steuern, weil ich die logischen Systeme der Figur, die ich erschaffen habe, kenne. Ich kenne die ganzen Coins. Ja, klar. So, und jetzt machen wir den Lash. Und jetzt weißt du, das ist, da merkst du den ganzen Schwachsinn. Haben wir sofort? Ja. Nur eine Sekunde. Pass auf, was er sagt. Mitdenkt in der Quantenmechanik und dann herausfindet, es muss Antimaterie geben. Und also die denken jetzt mit, die stellen sich was vor und die finden jetzt heraus, dass es Antimaterie gibt. Dass es ein Higgs-Teilchen gibt. Oder jetzt ganz neu, die haben jetzt neue Quarks entdeckt. Das sind ja alles Antimaterie, ist ein nicht existierendes Nichts. Ja. Oder wenn man dann hier Dachionen entdeckt, unsichtbare Teilchen, die in der unsichtbaren kosmischen Strahlung entstehen, um mit Überlichtgeschwindigkeit auf die Erde zu fliegen. Jetzt haben sie Antimaterie. Man denkt das Ganze mit. Und dann stellt man sich was vor, was man eigentlich sich nur im Kopf denken kann, wie ein Osterhasen kann ich alles aufbauen. Ich kann an Osterhasen, ich kann mir grüne Massenmännchen denken. Ich glaube aber nicht, dass das da außen ist. Und jetzt pass auf, was jetzt kommt. Kaum ist es erdacht, wird es schon entdeckt. Ja. Oder hier ist noch schöner. Kaum ist es erdacht, wird es schon entdeckt. Aber wo? In der Blasenkammer? Das sind Wahnsinnige. Das sind Wahnsinnige, religiöse Wahnsinnige. Ja, absolut. Es sind durch die Bank Wahnsinnige. Ja. Ja, ja. Das ist deine Elite. Über die Politiker will ich jetzt gar nicht reden. Oh ja. Ja. Das ist ein Witz. Deine Welt ist ein einziger großer Witz. Ja, ja. Du hast die Bande, den Punkt, wie ich dick diesen Mittelpunkt aus dem entspringt. Ja. Der kommt übrigens in den Texten von den letzten 2 Liedern, wird von einem Punkt gesprochen. Ja. Und jetzt dann in dem letzten. Ganz, ganz toller Text, anhören. Und meinst du, dass die du dir jetzt ausdenkst, existieren, wenn du sie nicht denkst? Meinst du selbst, wenn du dir die ausdenkst, wo meinst du, wo der Wissen Einstein sein Wissen wäre? Sagst du mal von denen, der Einstein erschaffen hat. Ja. Wer schafft jetzt Einstein? Ja. Und was ist die Ursache, dass du jetzt Einstein erschaffst? Ja. Das Wort Einstein. Aber Einstein ist ein Wort, was kann man aus dem Wort noch alles machen? Oh, ja. Ja. Rudolf Steiner. Der Kopf von Udo LF Das ist ein nicht existierender Erwachter. Und wenn du Rudolf Steiner studierst, das ist eigentlich Holo-Feeling-Light. Ja. Noch sehr esoterisch angehaucht. Detlefsen, wo ich anspruch, eine Granate. Jeder Selbstkritiker von Detlefsen, die den Detlefsen jetzt in ihren Traum, dass ich ihnen einen Detlefsen aufteilung haben, die waren begeistert. Ja. Weil die sagen, ein Rhetoriker ohne Ende. Kannst du ein Narr wie der Udo? Dann kann der da mal richtig Hochdeutsch. Das kann man so nicht stehen lassen. Frank und freie Franken. Ja, absolut. Mach alles weich, wie ich.
Ja. Ja. Doppelt aufgespannt ist ich. Und so liebenswert, genau. Es geht nicht um die Menschen, du musst dich innerlich erkennen. Und dann spielst du deine Rolle, jetzt hast du mal deine Rolle weiter, die konntest du dir nicht raussuchen. Das ist eine Wunderwelt. Und wenn ihr nicht wieder werdet wie die Kinder. Ja. Und ein Kind ist das alles neugierig. Erinnert ihr euch, einer der ersten Sätze, wo ich euch gesagt habe, ein Kind, das rumkrabbelt, es sind immer die Bewegungen, der liegt erst einmal da. Mhm. Da ist nichts. Mhm. Ein Schwamm, wo noch nichts drin ist. Und da saugt er sich voll. Mhm. Der ist erst einmal auf alles neugierig. Er will erst einmal alles im Mund nehmen. Mhm. Alles im Mund. Nein, bäh, sagt dann die Eltern. Nein, alles will er reinstopfen in sich. Was da ein bisschen in ihm auftaucht, will er reinstopfen. Versteht die Symbolik. Mund auf Hebräisch, P heißt hier. Es ist für den ist alles noch hier. Ja. Und alles er drum, da ist ein Häufchen da, Hundekacke, dann langt er mit die Finger und will es im Mund nehmen. Er hat von nichts und dann macht er Erfahrungen. Das heißt, dass man dann sagt, nein, das will ich nicht. Sondern dieses Prinzip, es ist eine grobe Metapher. Ja. Und du warst so flexibel in deinem Denken. Wenn du plötzlich siehst, ich kann ja alles umdrehen, ich kann das Ding drehen, wenden, ich kann mal die andere Seite anschauen. Das ist natürlich sehr komplex, wenn ich immer sage, mal eine Kollektion mit den Perspektiven. Mhm. Darum wiederhole ich, ist er welcher Berg oder da, die Frage stellt sich. Das sind zwei Seiten, der Henkel hat vier Seiten. Genau genommen, wenn du Holofeeling jetzt studierst, da waren 16 Seiten vom Henkel einer Tasse. Nicht den Henkel, Entschuldigung, der Tasse. Es waren 16 Seiten, die du nachvollziehen kannst. Ja, für alles. Also 8 Seiten ging relativ leicht. Und schnipp! Und jetzt hast du eventuell eine Brille auf. Eventuell. Es ist nämlich ja so, schon an eine Brille denken erfordert die Welle, die ich Gedankenbrille nenne. Ich Brille, genau. Und Pri, wir wissen. Mein Äußeres. Was ist das Äußere? Das heißt, das ist dann mal mein Äußeres. Genau. Das ist die Gesundheit, die Vollkommenheit, die Genesung, die Krankheit bin ich im Vorhergehen. Das ist ganz gewiss und ganz kollar. Alles ist ja weg. Hier und jetzt, aber immer mit zwei Seiten. Das ist unser Einheitskreis. Der eine in der Mitte, das Zentrum, kann ich auch eine 5 setzen. Das ist dann die Quintessenz. Hat plus minus die zwei oberen Quadranten und die zwei unteren Quadranten, die aber dann genau genommen 3, 4, 3 werden. Ah, ja, ja. Und jetzt was die gute Fee in der Mitte, Hüben 3 und Trüben 3. Ja. Ja. Leute, das ist eine Matrix. Nochmal, wenn ich sage, das Wissen deiner Menschheit ist für mich das Wissen einer Sonnenschutzkolonie. Ja. Die haben von Programmen überhaupt nichts zu tun. Hast du übrigens auch meinen Sohn, weil Bar ist nämlich aramäisch. Darum sage ich immer wieder, der Jesus hat ja nicht Hebräisch gesprochen. Hebräisch ist genau genommen als Sprache, ist Ivri ist eine Sprache. Hebräisch ist keine Sprache. Ja. Aramäisch ist dann nochmal etwas anders, da gibt es noch Chaldäisch, Phönizisch. Das ist jetzt, kommen wir wieder in eine Vielheit, aber es ist definitiv ich. Und wahrlich, ich sage dir, ich habe in einem früheren Leben als Jesus, habe ich mich Baranosch genannt. Baranosch. Der Sohn als Brösel oder bin ich ein Baranosch? Als Brösel in der Entstehung dieses Konstruktprogramms bin ich der Sohn, das Äußere des sterblichen Menschen. Das bist auch du. Baranosch. Das ist der ausgedachte Jesus, ist aber kein Gott. Das ist ein Ben Adam. Im Sein, Ben, im Sein. Wir können jetzt auch eine polare Existenz draus machen. Zweiter Buchstabe. Im Sein. Ben Adam. Ist ein BN, Dieser Adam wiederum, der ja Denker und Ausgedachte, Sägewinde, Körper, männlich und weiblich ist, so viel zum Thema Denker geworden. Du spielst bloß die Rolle eines Mannes und eines Fraus. Einer Frau oder einer Frau. Diese zwei, immer sein der Denker und ständig wechselnde Informationen, symbolisiert einen träumenden Geist, aber dieser Denker ist nicht der träumende Geist, sondern der sich den träumenden Geist mit seiner Träumung kennt. Jetzt bist du der, der sich ganz bewusst als ein Adam zum träumenden Geist setzt und damit kommst du in einen Zustand, dass du zu einem Kino wirst, wo ein Film läuft, den nur du selbst siehst. Die Maßsetzung deines Intellekts, deines Schwamminhalts, den du dir nicht aussuchen konntest. Kein anderer erlebt es, was sich in dir abspielt. Und du bist freigesprochen als dieser Adam, solange ich nicht in dir auftauche, weil du dir nicht raussuchen kannst, was du träumst. Und ab jetzt mit Holofeeling kannst du das verändern.
Du hättest nämlich die Freiheit, deine Wertungen zu vervollkommnen. Du hättest die Freiheit, alles, was du bisher gehasst hast, zu lieben. Ah, ja, ja. Und jetzt ist es das, was du hast, hast du. Ja. Better ist wieder scharfes S. Das, was du hast, hast du. Ja, ja. Zumindest besessen, bevor du dir es ausgedacht hast. Und wenn du dir es ausdenkst, ist es ja immer noch in dir drin. Aber nicht in der absoluten Einheit, weil du dich da ja rein fokussierst. Und in dem Moment, wo du es nicht mehr denkst, kriegst du es zurück. Ja. Ja. Das ist auch mit Gott ist alles. Akkol, Essen. Mhm, mhm. Gott ist alles. Mhm. Die 200 Gramm rote Knete ist jede Form. Mhm, das Meer ist all seine Gedanken, wenn die es in sich aufwirft. Ja. Es ist nie eine bestimmte Welle, weil Wellen sind was Vergängliches. Ja, ja. Ja, ja. Sonst wäre es ja nicht vollkommen. Das Gedachte immer ist aber in dem Moment ja auch schon wieder ein Gedanke. Das wiederhole ich und wiederhole ich. Ja. Hättest du das verstanden, Peter Fetting, du bist die Erstgeburt. Du bist die Erstgeburt. Übrigens, das FE in deinem Namen ist, wenn man jetzt in die Atome, in das Unteilbare reingeht. 26 Eisen. Das FE ist die 26. Eisen. Das ist Eisen. Mhm. Genau. Dann haben wir unsere zweite Idee, die ich immer als Bi setze. Mhm. Und Peter, PTR ist auch der Pater, der Vater. Ich spreche jetzt mit meinem eigenen Vater, mit mir selbst und dann doch wieder nicht. Das ist immer ein Gespräch. Ja. El Hayom, das Requiem lesen in einfachen Sätzen. Gott, das Meer. Ich habe es gelesen. So eine Freude. Gerade eben habe ich es fertig. So immer eine Freude. So. Jetzt kommt es, was ich erzähle. Jetzt musst du natürlich wieder Bresel denken. Dieses Pickelmännchen hat überhaupt nichts gemacht in der Vergangenheit. Das musst du werten. Ich habe es mit der Nadja gesagt. Die Nadja sagt, ich habe die Bücher 3-4 Mal gelesen. Ich lese jetzt wieder hier das Erwachen. Es ist der Wahnsinn. Es ist unglaublich. Es ist alles so unendlich klar. Ich sage, du fängst jetzt zwischen den Zeilen. Du siehst jetzt das, was der normale Mensch in seinen Urteilswahn nicht sieht. Ja. Also wie gesagt, es ist so eine Freude, diese... Du bist ewig. Ja. B86, Elayom, Gott, dieses Nichts ist all ein. Ein, nicht existieren. Mhm. Das will er nicht mehr sein, darum denkt er sich einen Sohn. Mhm. Jetzt kommt das JCH. Mhm. Bücherregal, da ist noch gar nicht so viel passiert. Und der erkennt jetzt in dieser biblischen Geschichte mit 33 Jahren, das ist die Welle, Kack, dass er eins ist mit dem Vater. Hey, ich bin ja UB. Also keiner in deiner Welt kann mehr behaupten, UB zu sein wie ich. Wo ich immer wieder sage, am Anfang von meinem Namen, eigentlich Hans, Hans Udo Petscher, das jetzt hebraisiert gibt übrigens, wenn wir dort Zahlenwerte einsetzen, das ist die 4-1, 1-1-1 und nochmal der 4-1 dazu. Mein Geburtsdatum sehr unscheinbar, mein Horoskop, astrologisch gesehen, ganz unscheinbar, ein vollkommen unscheinbarer Brüssel, eingesetzt ins Jupiter-Quadrat 86, 86. Ja. Kann man nicht schaden. Ja, es kann doch nur einer wissen. Ja. Auch. Aber da musst du mit dem Uwe, der bleibt so, Gedanken, so unwichtig wie ein Peter Fetting und eine Margot Fetting, ein kleiner Wischer, der rausspritzt und wieder zurückgeht. Du bist das Zentrum, du bist wichtig, den ich das jetzt erkläre. Ja. Ja, ich bin ja niemand, ich kann ja nichts, was du jetzt sagst. Ich habe ja nichts, ich habe genug zu tun, dass ich mich am Leben halte. Du musst nicht mehr leben, für dich. Du redest dich in den Wahn ein, in deine Traumwelt, dass du das nötig hast. Du bist so voller Wünsche, die gar nicht deine Wünsche sind. Deine Meinungen ist nicht deine Meinung, es ist eine Anderung. Es ist die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher. Lies, studiere Offenbarungen. Jedes Buch, das du liest, jeden Film, den du dir anschaust in deiner Freizeit. Ja. Bevor du die Vatersprache nicht verstehst. Und in dem Moment, wo du die Grundlagen der Vatersprache installiert hast, weil du die Reife hast, wenn du das jetzt machst, dass du Offenbarungen studierst, weil du dir Belohnung ausrechnest, sag ich dir gleich, rennst du in die nächste Sackgasse. Entweder interessiert dich das, schau einfach in dich rein, ob es dich interessiert. Und wenn es dich nicht interessiert, musst du in Kauf nehmen, dir einzugestehen, dass du noch ein extrem unreifer Geist bist. Das hat jetzt nichts mit einem physischen Alter zu tun. Ich kann dir 20-Jährige zeigen, die wesentlich 1000-mal reifer sind wie deine ganzen Nobelpreisträger. Ja. Die ihre Menschheit verdummen, die Lauterbachs der Welt, diese ganzen Wahnsinn. Es sind meine Fehler in dem Führerscheinprüfungsbuch. Aber heftig. So einfache Methode. Lass mal es aber dann gut sein. Ja. Hätte jetzt kein Selbstgespräch wann sollen, aber ich glaube, es ist eine gute Einführung für das. Oh ja. Sehr gut. Oh ja. Gut. Gut. Übrigens, habe gerade festgestellt, mein zweiter Name ist Johanna. Ehrlich, das hat aber lange gedauert. Ja.
Das ist der Bedester-Vater. Das ist all die Spiegelungen. Du wirst dich wundern, wenn ich dir was erkläre, egal was ich dir erkläre. Das können da ganz unscheinbare Sachen sein, wie ich immer sage, die Bedienungsanleitung auf einer Magnetütensuppe. Wenn wir unterwegs sind, wir sind in einem Lokal, da steht ein Bierfläschchen da. Ich nehme das Bierfläschchen in die Hand und dann sage ich, lass uns das einmal lesen, was da drauf steht. Und wenn du Grundlagen von der Vatersprache hast, du bist nur noch im Staunen. Ja. Ist, wenn man das erlebt, das ist eine einzige Wunderwelt. Ja, und die hat immer du tiefer. Es gibt keine Zufälle. Das, was dir zufällt, in dem Moment, wo es dir zufällt, jeder Moment, der in dir auftaucht, ist der beste, den es überhaupt gibt. Ja. Und du schaust jetzt nur, wie du darauf reagierst. Und wenn du jetzt sagst, warum muss jetzt das schon wieder passieren? Du hast zu lernen, das hast du mal vor nichts und niemandem Angst zu haben, schon gar nicht vor der Zukunft. Nee. Weil solange du Angst vor der Zukunft hast, solange du dich sorgst um morgen, bringst du meine Gebote, sorge dich nicht um morgen. Und es ist so einfach, es passiert nichts morgen. Ja. Was passiert, passieren, ist immer ein Auftauchen im Hier und Jetzt. Das ist deine Passionsgeschichte. Ja. Das ist das Entscheidende. Es kann nur jetzt sein und es wird jetzt wieder aufgelöst, auch dein eigener Körper. Also die Problematik ist nicht die Auflösung deines Körpers, Peter, und du kannst es unterstreichen, sondern dass diese Krücke immer und immer wieder extrem hartnäckig auftaucht. Warum? Jetzt könnte ich dir spiegeln, wie sieht es aus, wenn du das Margot-Programm hast, dass die Krücke in dir auftaucht. Nicht nur die eigene, sondern die hier. Warum? Weil es da noch was zu durchschauen gibt, was zu erleben gibt. Ja. Okay. Schau in dich rein, was du für Sachen du nicht haben willst. Das ist ja ganz, die Fragen kannst du dir selber beantworten. Möchtest du gerne einen gesunden Körper haben? Kein Ding, schau es dir selber an. Solange du gesund sein willst, wirst du nicht begreifen, was Heiligkeit ist. Du musst akzeptieren, dass du diesen Riesenleid in deinem Körper, Peter Fetting, auch eine Riesenglückseligkeit hast und du schaust immer nur in die Richtung und das willst du los haben, weil du dahin willst. Und solange du nur gesund sein willst, lasse ich nicht in dir die bewusste Heiligkeit auftauchen. Du hast es in der Hand. Ich bin die Mitte. Das wird immer klarer werden. Und dann musst du, wenn der Peter dann sich auflöst im Traum, wenn du die Margot bist, ist es wie bei Toni und Helene. Ihr wisst, ihr seid ja die Toni, die Kienbergers und die Fettings sind ja über viele Jahre, Jahrzehnte kann man mittlerweile schon sagen, hier die 20 Jahre sind es ja meine Musterbeispiele gewesen für perfekte Ehepaare, für einen perfekten Adam. Beide Wunderwelten ist ja so selten, dass hier von klein auf, praktisch von jungen Jahren an eine heiraten und so eine extreme Harmonie das ganze Leben lang leben. Es ist aber, da kommt auch die Auflösung. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Nee. Es wird jetzt hier auch, wie bei Toni und Helene, wird einer von euch zwei in der Stadt, also ihr habt das Glück, dass ich euch beide gleichzeitig ausschalte. Wir haben auch einen Atomkrieg, dass über Überlingen eine Atombombe abgeschossen hat. Dann schlaft ihr ein. Ausschalten, man kriegt ja nicht mit, wenn man einschläft. Das ist jetzt Verrückte, du kriegst nie mit, wenn das abreißt. Ja. Dann bist du woanders wach. Boom. Ja. Immer. Super. Das heißt, du kannst diese Traumwelt nur verlassen, wenn du wach wirst. Nicht durch dein ausgedachtes Sterben, dann bist du täglich grüßt das Mal mit dir. Ja, genau. Du bist täglich grüßt das Mal mit dir, glaub es mir. Ein Beispiel mangelt es nicht, meine Seite 100, wo du immer wieder von vorne anfängst. Und dann gestern denkst, dann vorgestern und du kriegst es nicht mit, weil es rauslässt. Ich lasse dir jeden Fehler, jeden Trugschluss so lange wiederholen, bis du das durchschaut hast. Okay. Ich sage dir, ein Tag ist 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Ja. Bis du das gut sein lässt. Doch. Gut. Spiegelt auf gespannte Polarität. Genau. Das ist gut. Genau. Wenn wir das wissen, dass das G, dass das G auch das G ist. Dann sagen wir Cut. Genau. Ein anderes Wort dafür ist Batch.